Das jetzt hier. Ist der Fahrer? Du musst ihm widerstehen! Hoffman! Zurück! Nein! Er weiß nicht, was er tut! Liam! Nicht! Wen meinen Sie mit Liam? Zurück! Oh shit! Kommen Sie mir nicht in die Quere. O'Neill, was ist passiert? Theodore hat mir den Weg gezeigt. Ich gehöre jetzt ihm. Ich habe ihm geholfen. Und dafür hat er mir ein neues Leben verschafft. Ein Leben als Sklave. Du wirst es nie verstehen. Und dafür sollst du brennen! Ah, toll. Ich bin nicht länger schwach, Sebastian. Ich zeig es dir. Das ist mir zu heiß. Ich muss die Flammen löschen. Ich weiß es schon wie. Ah! Oh, das ist schnell. Oh Mann! Sind wir zu fein, um gegen mich zu kämpfen? Warum? Ich krieg das mit dem Schockbolzen irgendwie nicht raus. Theodor, ich habe es ihm gesagt.
hier nicht raus. Er verlangt, dass ich mich um dich kümmere. Du kannst sterben. Oder dich ändern wie ich. Ich bin nicht länger schwach, Sebastian. Ich zeig es dir. Du kommst hier nicht raus. Warum stirbt er nicht? Tut mir leid, Meister. Ich lasse ihn nicht entkommen. Versprochen. Wie krieg ich den Tod? Ich habe es ihm gesagt. Jetzt reicht's. Die Spielchen sind vorbei. Ah, nein! Jünger zu werden. Das war jetzt ein Fail. Ach nö, nicht nochmal. Mir zu heiß. Ich muss die Flammen löschen. Tut mir leid, Meister. Ich lasse ihn nicht entkommen. Versprochen. Oh Gott. Bist du nicht so fein, um gegen mich zu kämpfen? Na, wo ist er? Ja, Pater Theodor. Ich habe es ihm gesagt.
all die Verwirrung und Schuld wird verschwinden. Ich habe keine Angst mehr vor dir. Tut mir leid, Meister. Ich lasse ihn nicht entkommen. Versprochen. Na komm. Ich habe es ihm gesagt. Lass die Flammen dich verzehren. Lauf nur weg. Du kommst hier nicht raus. Schön. Jetzt reicht's. Die Spielchen sind vorbei. Ein bisschen ins Feuer löschen. Ja, Vater Theodor, ich habe es ihm gesagt. Wo ist er denn? Bestimmt da hinten im Eck. Tut mir leid, Meister. Ich lasse ihn nicht entkommen. Versprochen. Bin nicht länger schwach, Sebastian. Ich zeig es dir. Mann. Darf
Dafür wirst du bezahlen! Na komm. Ja, Pater Theodor. Ich habe es ihm gesagt. Du musst gereinigt werden. Komm, 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 komm. Tut mir leid, Meister. Ich lasse ihn nicht entkommen. Versprochen. Komm, 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 komm. Du wirst mir nicht entkommen. Mögen die Flammen dich verzehren. Oh, stirb doch. Ich habe es ihm gesagt. Lauf nur weg. Du kommst jetzt raus. Scheiße. Ich bin nicht länger schwach, Sebastian. Ich zeige es dir. Ah, Mann. Ich muss vielleicht irgendwie gucken, dass die Dinger hier kaputt gehen. Tut mir leid, Meister. Ich lasse ihn nicht entkommen. Versprochen. Ah, verdammt, Sebastian! Verdammt, keine Munition mehr. Hör auf, wegzurennen! Gib mir Munition aus. Du musst gereinigt werden. Die hätten mir ruhig helfen können, oder? Das kann ich nur, wenn ich ihn finde, O'Neill. Er hat die Ebene gewechselt. Ist nicht hier. Nirgendwo.
Die Maschine im nächsten Raum. Sie muss zerstört werden. Was für eine Maschine? Ich sollte sie bauen, um ihn zu verstecken. Sie muss zerstört werden. Um ihn zerstören zu können. Na toll. Was ist passiert? Wie ist O'Neill zu diesem Ding geworden? Keine Ahnung. Ich war in meinem Unterschlupf, seit sie weg waren. Als Liam mich bat, ihn zu treffen, war ich so erleichtert, seine Stimme zu hören. Aber das war nicht Liam. Er war dieses Ding. Ich wollte zu ihm durchdringen, aber sie haben ihn ja gehört. Theodore Wallace hat etwas mit ihm gemacht. Armer Kerl. Ich wollte ihn nicht töten. Sie hatten keine Wahl. Theodore hätte ihn nicht gehen lassen. Und jetzt? Schauen wir uns die Maschine an, die O'Neill erwähnt hat. Ich glaube, sie ist auf der anderen Seite des Raums, in dem sie uns gefunden haben.